Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Shiny Hunt. Ihr habt es wieder im Titel gesehen. Heute geht es um Knatox bzw. Knatytox oder so, wie der heißt, die Weiterentwicklung. Ich habe bisher erst eine und ich werde den Shiny Dex füllen. Deswegen brauche ich den Kollegen hier nochmal für die Weiterentwicklung. Und der beste Spot, den ich da herausgefunden habe bei meiner Online-Recherche, ist östliche Zone, Pokécenter und davon nordöstlich hier hoch und runter das Ganze mit einem Gift Sandwich. Und das Sandwich machen wir jetzt mal eben. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich es euch schon mal gesagt, die ganzen Sandwiches findet ihr auf dem Discord beziehungsweise im Dratini Video. Deswegen kürzen wir das hier ganz kurz ab und wir sehen uns wieder im Shiny Hunt. So, Sandwich ist fertig. Tomate, Zwiebel, dreimal grüne Paprika und Frikadelle. Plus zwei Geheimgewürze. Machen wir das Ganze auf Schillerkraft Gift. Und jetzt geht es darum, ein paar Knatox zu finden. So, hier sind die Kollegen schon. Der ist relativ gut zu sehen, weil er halt Gold ist. Also sollte eigentlich echt machbar sein, den zu finden. Da gibt es echt schwierigere. Zum Beispiel Blip. Oder Zwiebs. Oder... Wir sind aber auch schnell unterwegs hier. Schneller als die Polizei erlaubt. Ja, also ich despawn, respawn. Ihr kennt das ganze Prozedere ja. Wie die neu dabei sind. Immer schön despawn und neu spawnen lassen. Und ja, das ist der Knatox-Hunt. Schauen wir mal, ob wir ein, zwei finden können. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen und ein Like auf dem Video. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann gerne mal Twitch abchecken. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir mal, ob wir hier ein goldenes Knatox bekommen können. Das ist es. Es ist schwieriger zu erkennen, als ich erst gedacht habe. Das war jetzt auch Glück, da ich es gesehen habe. Ein Top-Tipp noch von mir, bevor ihr das Sandwich zündet. Auf jeden Fall das Spiel einmal speichern und automatisch speichern ausmachen. Falls ihr in einer halben Stunde keins sehen solltet, könnt ihr dann einfach restarten. Das Ganze nochmal neu starten und ihr habt die beiden Geheimgewürze noch. So, Knatox haben wir. Gucken wir, ob wir noch eins finden. Eins haben wir schon mal im Sack. Nach 8 Minuten war ich ganz entspannt. Ist aber schon schwierig zu sehen, finde ich. Ich würde sagen, ich suche hier mal weiter. Und ihr könnt, wenn ihr mögt, mal hier das Video abchecken, wenn ihr noch mehr Steinis handeln wollt. Und dann, wie gesagt, würde ich mich selber ein Follow freuen. Selber ein Like und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.